Hallo Leute, schön, dass ihr wieder zuguckt. Und zwar wollte ich euch heute was zeigen. Da ich ja schon einiges von Stiel gezeigt habe euch, möchte ich heute meinen Akkukoffer zeigen, den ich umgebaut habe. Und zwar handelt es sich um diesen hier. So, ihr kennt das ja. Wir haben hier normalerweise einen schwarzen Einleger drinne. Der ist einmal fürs Ladegerät und für zwei Akkus. So. Mein Problem ist einfach, ich habe jetzt mittlerweile 8 Akkus und da reicht mir ein 500er Ladegerät leider nicht aus. Wenn ich die dann tausche, gerade für Blätter wegzuräumen oder Rasen zu mähen, das frisst auch noch viel Strom, komme ich leider mit einem Ladegerät nicht hin. Ne? Und dadurch habe ich mir gedacht, warum baust du nicht einfach zwei Ladegeräte rein? Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen, ist vielleicht für den einen oder anderen nützlich, weil ihr braucht dann nicht zwei Koffer, sondern nur einen Koffer und könnt trotzdem nochmal zwei Akkus reintun. Aller Größe, also von 100er bis zum 300er S, könnt ihr trotzdem noch Akkus reintun. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. So, ich drehe euch mal um. Und zwar sieht er von außen ganz normal aus. Aber was nicht mehr normal ist, ist dieses hier. Hier kommt das Ladegerät raus. Genauso wie hier auf der Seite kommt auch das Ladegerät raus. Und hier ist die Befestigung von den Ladegeräten. So. Also, wir sind heute nicht draußen. Wir haben momentan in Deutschland minus 15 Grad. Und dann bin ich lieber hier in der Werkstatt und zeige das euch. So, drehe ich euch wieder rum und mach mal auf. So sieht es im Moment aus. So. Und zwar haben die Ladegeräte vorher nicht reingepasst. Ihr habt ja diesen Einleger, diesen schwarzen. Dann hast du ein Ladegerät hier und habt einen Akku hier und einen Akku so. So, und dieses habe ich ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt hier das weggeschnitten mit dem Dremel. Oder mit der Flex, was ihr gerade da habt. Und so passen die Ladegeräte nebeneinander. Es sind zweimal AL 500er. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, zwei Akkus reinzutun. Das ist egal. Ich habe jetzt hier AP 200er drin. Zwei Stück. Und habe das dann so angeschlossen, dass ihr hier noch eine Steckdosenleiste habt. Es sind insgesamt 3 Meter Kabel. Weil 2 Meter sind zu kurz, das habe ich immer wieder festgestellt und habe die Leiste hier fest reingeklebt und direkt die Akkus mit angeschlossen. Hier ist noch die Ladegeräte natürlich hier angeschlossen. So, und habt dann noch die Möglichkeit, wenn ihr alles so gut einsortiert habt, könnt ihr hier noch die Akkus mit reintun. Ne? Das Ganze geht noch super zu. Könnt ihr tragen oder hier tragen, das ist egal. So. Habt dann einfach die Befestigung von den Ladegeräten genutzt. Ihr habt ja die Wandbefestigung. Und die habe ich halt genutzt und habe mir da einfach Kabelbinder durchgezogen. Hier festgemacht an den Punkten. Müsste ein bisschen ausmessen und dann dementsprechend die Löcher bohren und können dann das schön festmachen. Dann verrutschen euch auch nicht die Ladegeräte hier drinne. Also sind echt schön fest, da passiert nichts. Und ihr habt dann die Möglichkeit, mit den Ladegeräten und den Akkus noch schön zu transportieren. Und ihr braucht dann keine zwei Akkus oder zwei Koffer oder halt dementsprechend einen großen Koffer. Weil ich hatte auch überlegt, mir einen großen Koffer zu kaufen, nur wohin damit? Er ist meistens immer im Weg. Und wenn ihr zwei kleine kaufen tut, seid ihr genau bei der gleichen Größe. Deswegen habe ich mich entschieden, dieses so umzubauen. Und ich denke mal, für den einen oder anderen Betrieb
der auch mit dem Akkusystem arbeitet, ist das vielleicht eine gute Lösung, um zwei Ladegeräte und trotzdem nochmal zwei Akkus zu transportieren. Vielleicht kann das auch mal Stil ändern, dass man generell zwei Ladegeräte und noch zwei Akkus reinbekommt. Aber naja, jetzt im Moment so meine Variante und hab dann das Ganze zum Transport und können super mitarbeiten und hab dann quasi die doppelte Ladeleistung. Das ist bei mir immer, wenn ich gerade im Herbst die Blätter mache, dann haben wir 2x 500er Ladegeräte und die sind dann auch grob in einer halben Stunde wieder voll. Ihr könnt dann zwei Akkus laden gleichzeitig und habt dann nicht das Problem, dass ihr nur ein Ladegerät habt. Ladet dann eine halbe Stunde und müsst dann den anderen eine halbe Stunde reintun. Dann habt ihr dann eine Stunde. Und so habt ihr zwei Akkus in einer halben Stunde voll, was meiner Meinung nach ist wunderbar ist. Und bei dieser Lösung kriege ich nicht die Akkus leer. Also ich kann halt mit der Maschine, selbst beim Laubmachen, kriege ich die Akkus nicht so schnell leer, dass ich irgendwie da in Bedrängnis komme und habe dann keine Akkus mehr oder keinen Strom mehr. Ihr müsst natürlich gucken, die Ladegeräte ziehen pro Ladegerät 600 Watt. Das sind dann 1200 Watt, aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video ein bisschen helfen, die vielleicht auch vor dem gleichen Problem stehen wie ich. Und ob man jetzt einen Koffer oder zwei Koffer holt, so habt ihr alles in einem und habt nur einen Koffer, also auch Platzersparnis. Gerade diejenigen, die wirklich mit dem SUV arbeiten und mit dem Anhänger und das immer in den Kofferraum tun, habt ihr das eine wunderbare Lösung. Ne? Danke fürs Zusehen. Kommentare wie immer unten rein. Bis demnächst. Tschüss.